Mit einigen Tagen Verspätung, vorgesehen war der 15. Mai, startet die Saison am Hoyerswerda Scheibesee. Ab dem 25. Mai wird die Nutzung auch offiziell gestattet, heißt es aus dem Rathaus. Es wird noch einmal deutlich darauf hingewiesen, nur in den gekennzeichneten Bereichen die Strandabschnitte zu nutzen. Die aktuelle Saison läuft bis zum 15. Oktober. Die Nutzung zum Baden ist behördlicherseits bis 2020 zugelassen.